Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo meine lieben Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Part. Ja, heute ist es mal an der Zeit, dass wir die vulkanischen Tore hinter uns lassen und uns ein neues Gebiet begeben. Ich habe übrigens gesagt, ich habe einen weißen Lagierkross übersehen. Den will ich mir noch holen. Im Übrigen, eine Randinfo, die euch interessieren wird. Abgesehen vom Demo-Dienstag-Video wird es diese Woche nur Monster Hunter geben. Der Grund dafür ist, dass ich einfach mal langsam mit dem Projekt fertig werden will. Und Kai hat mir gesagt, wir sind schon ungefähr bei 70%. Das wird ein Sturz. Ich bin genau in irgendein Vieh reingefallen. Gegen eine getarnten Scylla. Oh, mal die zweite Version von der. Mit sehr viel zum Angreifen. Also ja, ich will halt Monster Hunter Stories jetzt mal so langsam fertig kriegen. Das Projekt geht jetzt schon fast ein Jahr. Und das ist meiner Meinung nach einfach ein viel zu langes Projekt. Wir wollen halt auch mal fertig werden. Ich habe auch noch andere Projekte, die zeitaufwendig sind. Und da kommt jetzt demnächst sogar noch eins hinzu, ab nächster Woche. Nächste Woche wird es übrigens dann nur von dem neuen Projekt ein Video geben. Und noch eine Randinfo, die ich hier schon mal rausposaune. Ich werde den Demo-Dienstag wahrscheinlich wieder erstmal hier pausieren, weil es zurzeit keine anständigen Demos gibt. Ich glaube, ich mache das ab sofort immer so ab und zu mal. Der Demo-Dienstag zurückkommt, wenn ich mal eine gute Demo finde. Also, der ist nicht komplett abgeschrieben, aber nur dann aktiv, wenn ich was Gutes finde. Ja, mach du mal. Zack. Und soweit ich von Kai gehört habe, wird jetzt wahrscheinlich auch bis zum Ende des Spiels kein weiterer Koop-Part kommen. Weil kein Dorf mehr kommen soll. Das heißt, wir haben das letzte Dorf gesehen. Danach kommt nichts mehr in der Richtung. So, das waren jetzt alle Infos, die ich hätte raushauen können. So. Jetzt können wir uns auch wieder aufs Spiel konzentrieren. Wo ich denn der Scylla eins auf die Nase gebe. Erstmal aufladen. Und die macht natürlich einen Techniksiegel. Damit ich keine Technikfähigkeiten einsetze. Ich habe keinen Techniker gerade im Team. Ich wollte übrigens Yannick demnächst gegen den Hund austauschen. Also nach der Folge. Ich mache jetzt erstmal einen Perforierschuss auf die Beine. Der Kopf geht jetzt eh kaputt. Eine Arachnophobie. Oh. Ist das eine Attacke ist? Angst vor Spinnen haben. Das ist eine Attacke. Wahrscheinlich irgendwie Lähmung. Oh, das Vieh ist fast tot. Kraftball. Cheval heilt sich. Und die Rettung macht ihren Job. So, ein Technikangriff auf die Brust. Arachnophobie. Es gibt und Lähmung. Wir kriegen auch ein Ei von der. Nice. So, und wo war jetzt dieser weiße Lagierkross, also Elfenbein-Lagierkross, den ich übersehen habe? Der soll sogar auf dem Weg nach unten direkt zu sehen sein. Ich muss erstmal meinen Kollegen hier heilen. Der ist vergiftet. Er hat mich einfach so ein Vieh von der Seite angegriffen.
So, gönnen wir uns erstmal das Ei. Das ist übrigens ein grüner Plesiov. Hier sind neue Gegnertypen. Die bekämpfen wir. Schakalakas sind das, glaube ich, oder? Ja, Schakalakas. Meine Freunde von Monster Hunter 3. Die darf ich sie auch mal verprügeln. Ich wusste nicht, dass das Techniker sind. Euch kann man safe nicht haben. Wäre aber cool, wenn. Weil ich finde die Schakalakas mega cool. Chachankaramba. Meine besten Freunde von Monster Hunter 3. Wir haben ein paar Schakalaka-Schätze bekommen. Und da ist das Netz von dieser komischen Spinne. Mwahaha, ich klaue dir jetzt deine Eier. So sieht das Nestle-Ei aus. Da vorne ist übrigens der Elfenbein-Nagierkurs, aber ich habe ihn jetzt extra nicht hier drin bekämpft, weil ich ihn draußen bekämpfen will. Kommt entweder ein tolles Ei oder gar nicht. Schade. Es ist wach geworden, nein! So, damit habe ich das Ei von der Nestilla. Ich lasse den Plesiov mal in Ruhe, weil kann ja sein, dass der ein normaler Gegner hier ist. Und auf dem Weg runter hätte ich den schon sehen sollen. Den Elfenbein-Lagierkuss. Nee, da war nur Slaktoffe. Und auf der anderen Seite sehe ich ihn auch nicht. Also wie gesagt, ich lasse die Viecher jetzt deswegen in Ruhe, damit wir jetzt nicht unnötig Zeit vertrödeln. Außerdem kann es ja gut sein, dass die gleich nochmal drankommen. Zur Not hole ich mir das Ei einmal offscreen. Weil dann kann ich wenigstens den jetzigen Lagierkuss gegen den Elfenbein austauschen, der 100% stärker ist. Auf zum Vulkan. Dann kämpfen wir gegen einen Nergigante. Den explosiven Drachen. Das wird spaßig. Hallo meine kleinen Chakalakas. Da war noch einer, den ich nicht gesehen habe. So Leute, ich habe eben kurz auch noch meine Rüstung umgeändert nach dem Kampf. Ich habe mir jetzt eben kurz die Wasserrüstung gegeben, weil ich dachte, wir sind hier in einem vulkanischen Gebiet. Da ist das höchst intelligent. Lasst mich mal vorbei, danke. Wo könnte der Nergigante bloß stecken? Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Ach stimmt, der Frosch ist ja kein Gegner, ne? Klangvoller. Wahrscheinlich irgendwas fürs Horn. Das ich bisher nicht ein einziges Mal benutzt habe, tatsächlich. Bin kein Hornspieler. Und ich sehe auf der Karte, dass es hier Lava gibt. Fand ich ihn als Magma-Kumpel. Bestimmt gibt es auch irgendein Vieh, mit dem man im Lava schwimmen kann. Krieg ich hier Schaden? Nö, nicht wirklich. Nergigante, wo steckst du? Da ist auf jeden Fall ein Bau. Ein seltener. Da vorne ist nix. Ja, man kann 100% irgendwie durch die Lava hinterher schwimmen. Außer man kann graben. Ich wüsste jetzt nicht. Obwohl, kann ich fliegen hier? Ich muss eben kurz, wo ist es? Da. Nein, ich kann hier nicht fliegen.
Ich habe gerade B gedrückt. Ich könnte gucken, ob man da oben sich durchgraben kann. Aber ich denke nicht. Einfach mal gucken. Nein, man konnte sich nicht da oben lang graben. Und ich werde einmal in diesen Bau gehen und gucken, was ich da am Ende finde. Ich habe einen schlafenden Uragan gefunden, den ich bitte nicht aufwecken will. Das Ei habe ich noch nicht. Ich habe es schon besser gefunden, ich nehme das. Weil wenn das Vieh aufwacht, kann ich definitiv nicht entkommen. Und das ist ein neues Ei. Ein pulsierendes Leviathan-Ei. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Uragan-Ei ist. Versprechen kann ich nix. Obwohl, der Uragan ist eigentlich kein Leviathan-Monster. So, ich tippe mal eher darauf, dass ich nach oben muss. Von der Karte her. Lass mich mal durch. Sehr nett von euch. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Könnte natürlich auch ein Arachnaptor-Ei sein. Weil die Ork-Tore sind ja auch hier. Da hinten ist eine Kiste. Die nehme ich natürlich mit. Los, Dave, mach mir den Weg frei. Mein dicker, fetter Elefant. Partner 3. Ich wollte nicht schreien, ich wollte das Ding zerbrechen. Da ist ein Gravios. Aber wir gehen hier lang. Den Gravios brauchen wir nicht bekämpfen. Lasst mich vorbei, danke. Ich habe nämlich keinen Bock auf euch. So. Wo versteckt er sich? Ich habe einen Metzfisch. Ich habe gar nicht geguckt. Kann der Lagiakus eigentlich schwimmen? Ja. Aber natürlich nicht in Lava. Wäre ja zu schön, ne? Da steht dann wahrscheinlich auch extra so bei, dass es in Lava schwimmen kann. Oh. Hier geht's raus. Vulkanische Tore, Tiefen. Okay. No getting to the shrine unless we can make it past the Nergigante. I sure hope we can defeat it. It's not like you to be so pessimistic, Naviru. Can you blame me? That's the monster that took down Red. Red? My partner's grandpa. He was my friend, and the Nergigante attacked him while he was investigating the pits. And unfortunately, he didn't make it. Oh, I see. That day is burned into my memory. If I'd been stronger, I know Red would still be here today. Yeah, I know what that's like. I don't want anyone else to experience the same suffering we did when we lost Red. Especially not at the hands of this monster. I won't let it happen again. Oh, du bist kein Kämpfer, Anna. We can't turn tail now. We just gotta prove that we're stronger than the Nergigante. You think so too? Natürlich. Let's say you are strong enough to take it down. What's that going to accomplish?
open up the road to the shrine for one thing. And we'll avenge Red while we're at it. Do you think that's what he would have wanted? Well, I'm not Red, so how am ich denke mal, er würde Freundschaft wollen. Well, what about you? Seems like you knew him pretty well. I... Something tells me that Red would have wanted to find out the reason for the Nergigante's behavior. Perhaps, but... Whoa! Yikes! Is that the Nergigante? Hide, partner! Das ist ein Astalos. It's an Astalos. And it's Rage Raid. We better stay out of sight. It's too dangerous. Maybe we should head back to the village and... Hey, wait! What you doing, buddy? Yeah, that's the spirit! Right on! So viel mit zum Verstecken, ne? Und genau jetzt habe ich eine Wasserrüstung an. Ich habe hier nicht mit einem Astalos gerechnet. Beelzebub hilft mir nicht. Er ist ein Techniker, okay. Ich wollte gerade fragen, was für ein Typus ist der überhaupt? Ja gut, dann verprügeln wir mal einen Astalos. Zack. Schäfer, wehe, du hilfst mir nicht. Das ist ein hoffnungsloser Fall, wenn das wusste ich schon. Er wollte den Kampf nicht. Er hat direkt das Ride-On. Okay, das ist nice. Und jetzt noch den Bachen weiten Hieb. Schack. Was für ein Typus könnte er jetzt sein? Ich tippe mal auf Angriff, deswegen nehme ich Yannick. Ich habe ihn noch nicht ausgetauscht. Das mache ich bis zum nächsten Part hoffentlich. So, dann nehmen wir als nächstes den Hammer. Und ich hoffe mal, dass ich richtig liege. Ja, er ist ein Angriffstyp. Ein Glück. Ich kann jetzt die Flügel brechen. Und wenn die Flügel gebrochen sind, dann sollte er wieder normal werden. Aber natürlich gehe ich erstmal auf den Schweif. Aua! Nix da. Da habe ich was gegen. Und zwar sehr massiv sogar. Du kommst wieder runter. Oh, das ist wirkungslos. Yannick zieht mit der Elektrizität. Und ich habe gesehen, dass er jetzt ein Geschwindigkeitstyp ist. Ich mache am besten wirklich mal eben kurz die Flügel kaputt, ne? Donnerreißern auf die Flügel. Und ich gehe mit einem Technikangriff auf den Kopf. Zack.
Aua. Ja, verpassen wir mal richtig hart eine. Dann kommt er wenigstens nicht zum Angriff. So. Ach, der kann ja jetzt nichts machen. Ich breche ihm mal eben kurz die Flügel. Sag ich, aber der Flügel ist nicht kaputt gegangen. Aua. Er ist wieder auf dem Boden. Ich muss mich leider Gottes heilen. Ich nehme ein Muskelfleisch dafür. Lecker. Das war lecker. Und jetzt ziehe ich endlich durch. Ich habe gesehen, dass ich Kraftangriffe verbrauche. Aua. So. Warum lasse ich Rafa eigentlich nie kämpfen? Ist doch mein Partner. So. Femininer Schleier. Ich habe absolut die falsche Ausrüstung für diesen Gegner. Auf den Schweif, los. Bevor der kaputt ist. Ja, jetzt kann er nicht mehr aufladen. Sagte man. Dann passierte das. Kritisches Auge mach ich mal. Er war jetzt ein Krafttyp. Ich erinnere mich. So, ich schieße auch direkt noch mit dem Schwert drauf. Warum sage ich schießen? Das ist ein Schlag. Und der Er ist ja los. Mann. Obwohl, Plesio-Waffe. Ist fast tot. Weil der sabbert schon. Wenigstens einer hat sich durchgesetzt. Der wird die nächste Runde wahrscheinlich nicht mehr sehen. Weil da kriege ich jetzt Ride-On von meinen Kollegen ab. Ich mache eine Schlafbeschichtigung. Auf den Kopf. So. Schlafbeschichtigung ist bei dem wirkungslos. Dann fehlt nur noch der Bauch. Ich habe alles einmal abgearbeitet. Zumindest nachdem ich den Parabellschuss abgeschossen habe. Und ich bin gestorben. So, alles abgearbeitet. Ja, ich bin glücklich. Es ist tot. Ja. Was für ein Träumchen. Rafa verhält sich seltsam. Ja, der reagiert immer so, wenn er ein zornes, verstrahltes Vieh sieht. Jo, ich helfe dir schon.
Mein Rafa. Rafa! Geht's dir gut? A monster always stays true to the bond they've formed. But that also means they end up suffering the most when their rider makes poor decisions. Did you really not realize this would happen? Hey, there's no need for that, Cheval! We're just trying to stop a rage raid monster! What's wrong with that? I get it that you want to protect Ratha. But all you're doing is making him suffer. What are you talking about? Ratha here is the one paying the price for your selfish obsession with the Nergigante. This has nothing to do with the Nergigante! Do you really believe that? Ratha is pushing himself to his limit, all for you. My buddy and I just want to protect Ratha, but... who could have known that it would have ended up hurting him? I'm sorry I was so harsh. It's just that, you remind me of how I used to be when I was younger. Yeah, bist du denn? How you used to be? Yeah. I'll explain later. We should get Ratha back to the village. Okay, ich hoffe, hier ist eine Schnellreisefunktion verfügbar. Oh, ist gar nicht nötig. Ja, dann zurück zum Dorf, ne? Leute, wir sind wieder im Dorf. Wir erstatten aber erst beim nächsten Mal den Bericht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.